Da. Oh, ihr Götter, das war schrecklich. Ich zittere immer noch. Wird die blasse Mutter wieder gesund? Das weiß niemand. Die Silvari sagen, sie haben sie so noch nie gesehen. Der Drache hat sie schwer verwundet. Der Seferiten-Saboteur hatte eine Nachricht dabei, die ein wichtiges Ziel erwähnte. Ein Oberhaupt. Ob das der blasse Baum war? Die Antwort hat er wohl mit ins Grab genommen. Aber dieser Drachendiener hat jeden überzeugt, dass der Gipfel keine Zeitverschwendung war. Geht es euch gut, Boss? Ihr macht so ein sonderbares Gesicht. Ich hatte einen richtig geilen Trip nach oben auf dem Baum. Ja. Was ist da oben vorgefallen? Der blasse Baum gewährte mir eine Vision, bevor sie das Bewusstsein verlor. Eine Vision? Was für eine Vision? Ich weiß nicht. Das war ein goldenes Licht und überall Kristalle. Seid ihr sicher, dass der Drache euch nicht einen über den Schädel gezogen hat? Könnte es auch sein. Ganz sicher. Der blasse Baum hat es mir gezeigt. Er hat sich nach einem Aufruf angefühlt. Welcher Aufruf? Wovon hat sie gesprochen? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Ist schon in Ordnung. Wir werden es herausfinden. Richtig. Und das Erste, was wir tun sollten, ist so viel wie möglich über Drachen herausfinden. Mal wieder. Sagt uns einfach, wie wir helfen können. Cass und Joey, ich möchte, dass ihr euch zur Abtei begebt. Nachforschung anzustellen ist mir das Liebste. Wir werden uns sofort auf den Weg machen. Einer von uns beiden wird euch schriftlich unterrichten, sobald wir genug Informationen gesammelt haben. Hab Dank. Daimi, ihr müsst eure eigenen Recherchen betreiben, aber diskret. Klar, mit dem Golem, fällt nicht auf. Ja, wir wollen keine weiteren neugierigen Ratsmitglieder, die meine Arbeit behindern. Ich will Diskretion walten lassen. Boss, alle werden glauben, ich würde für die Schule arbeiten. Perfekt. Berman Rocks, bleibt bei Timey, falls sie irgendetwas brauchen sollte. Alles klar, Boss, aber was ist mit euch? Was werdet ihr unternehmen? Ich gehe in die Sonne. Und trinke einen schönen Cocktail und erhole mich jetzt erstmal. Und dabei werde ich die Vision entschlüsseln. Die Zukunft Tyrias hängt davon ab. Sehr gut, Kanach. Die Spielzeit ist um. Ihr habt die Probe bestanden. Ihr werdet mit ihm gehen. Warum? Ihr müsst über die Pläne annehmen, ja, ne? Erfahren, was ihr könnt. Folgt ihnen zu ihrem Aufmarschgebiet. Ich brauche jemanden dort, der da ist. Was willst du annehmen? Achso, ich hab eine Frage bekommen. Nö, ich habe eine Frage genommen. Fragegeschickt bekommen. Wenn ich die annehme, kann ich fortführen. Es fortführen. Ist mein Schicksal. Ja, das ist jetzt abgeschlossen bei mir. Jo, habe ich jetzt auch. Eine Chronik ansehen. Achso, Fenster schließen. Und jetzt, Teil 1 fehlt uns. dann gehen wir hier zumindest. Ne, Teil 1 habe ich abgehakt bei mir. Teil 1 ist bei dir fertig? Ja, das ist vor dem Chronik. Makaum. Ja, genau. Ich meine 3. Also im Band des Drachen Teil 1. Achso. Die fehlt uns. Ja, die fehlt uns noch. Die kann man nach. Ne, die kann ich nicht nachkaufen. Nee. Für Schlinger kann ich auch nachkaufen. So rein. Da können wir auch so rein. Also wenn wir gleich aus der Instanz raus sind. Okay. Können wir das auswählen. Genau, und dann erfahren wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über Drachen und dann macht auch das hier, was wir da erzählt haben, ein bisschen mehr Sinn. Auch wenn Verschlingung uns erstmal fehlen wird. Es sei denn, es will uns jemand spenden. 200 Edelsteine. Wir sind offen. Ja. aber hier machen wir erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Gebiet, was passt. Bis denn, Leute. Moin Moin, und da sind wir jetzt im Band des Drachen Teil 1. Etwas dieser Vorgeschichte hier mal aufklären. Wie es eigentlich zu der Zusammenkunft dann tatsächlich kam. Also, Kasimir. Wir werden hier warten, damit ihr ungestört mit dem blassen Baum sprechen könnt. Oh, und schöne Grüße von Meori soll ich ausrichten. Ihr habt sie also gesehen. Ja, es geht ihr gut. Ich habe zwar die Beerdigung verpasst, aber ich könnte etwas Zeit mit ihr verbringen. Die wird in Kürze wieder bei uns sein. Ja, wir wissen ja schon, Schwester ist anscheinend irgendwie gestorben. Das muss dann im zweiten Teil in der im geschlossenen Part sein. Ich bin froh, das zu hören, dass die Schwester endlich unter die Erde bringen kann. Wir sind schon etwas makaber. Box,
Hallo, wie geht es euch? Habt ihr irgendwelche bleibenden Veränderungen an euch bemerkt, seit der Funke Omas Maschine zu euch übergesprungen ist? Physisches, ich bin nur besorgt wegen der M&M-Situation. Ich auch. Es besteht immer Hoffnung, dass der Blossebaum uns helfen kann. Wenn sie so mächtig und weise ist, wie ihr sagt, wird eure Diskussion mit ihr sicherlich interessant. Oh ja. Bam. Hey, ich habe von Taimi gehört, sie ist nach Hatasum zurückgekehrt. Anscheinend hat die kleine Vagabundin eine Menge Lernstoff nachzuholen. Lehrstoff. Gut zu hören, dort ist es sicherer für sie. Danke, dass ihr gekommen seid. Macht ihr Witze, um nichts in der Welt würde ich mir das entgehen lassen. Wo ich herkomme, gibt es keine sprechenden Bäume. Oh, zu weit. Dürfen doch nicht einfach Hallo, so hinlaufen. Ja, ich genau. Habe viel von euch gehört. Ihr habt den Schleier vom Albtraumturm gelüftet, nicht wahr? Das haben wir gemeinsam getan. Ich hätte das nicht überlebt ohne meine Freunde. Besonders diesen hier. Hallo? Hallo? Ich höre, ihr habt mit Cave gegen Saitan gekämpft. Eine Ehre, euch zu treffen. Unsere geliebte Mutter ist bereit, euch zu sehen. Wenn ihr mir folgen wollt? Mir fällt gerade auf, dass Rox einen Schwebeköcher hat. Er ist gut so einen halben Meter etwa von ihrem Rücken entfernt. Welche Freude, euch zu sehen. Bitte erlaubt mir, unseren Gast vorzustellen. Den Vernichter Saitans und Kommandeur des Pakts. Ich bin gespannt, was ihr mit mir besprechen wollt. Tja. Was wir besprechen wollen. Ich kenne euch. Ihr wart mit Tverhön hier und habt ihn während seiner Vision von der Zukunft des Paktes begleitet. Harry Ishii, es freut mich zu sehen, wie gut es euch geht. Und ihr seid liebreizend wie eh und je. Cathy hat mir gegenüber euren Namen erwähnt, als sie von Saitans Untergang sprach. Ihr seid bei der Klinge des Schicksals. Waren wir nie wirklich, aber die sind immer mal wieder aufgetaucht. Was? Das habe ich für eine Weile. Ich leite nun eine neue Gruppe. Ja, so wurde es mir zugetragen. Ich vermute, ihr werdet noch größere Taten mit ihnen vollbringen. Aber sagt mir, was führt euch her? Warum sucht ihr meinen Rat? Zwei Dinge. Erstens, ich hatte eine Vision. Ihr habt die Hauptrolle darin gespielt. Das hört sich interessant an. Erzählt mir mehr. Worum ging es? Wo hattet ihr diese Vision? In einer asurischen Apparatur, die Scarlet verwendete, um die ewige Alchemie zu betrachten. Ich habe sie ebenfalls gesehen. Welcher Gefahr ihr euch ausgesetzt habt. Solche Dinge waren nicht dafür bestimmt, gesehen zu werden. Sie könnten einen den Verstand rauben. Ich habe nicht viel von der Vision verstanden, doch ihr standet im Mittelpunkt. Als das die Apparatur war, die Kera verwendet hatte, dann muss noch etwas von ihrem Wesen darin zurückgeblieben sein. Aber ich kann nicht erklären, was das bedeuten soll. Nur ihr könnt das. Vielleicht mit der Zeit. Was ist mit M&M? Ihr wisst, dass er aktiv geworden ist? Es ist wahr. Der Altdrache Mordremos hat volles Bewusstsein erlangt. Oh nein. Ich weiß es seit dem Moment, als wir das Brüllen hörten. Lupin, ich möchte Niam sprechen. Wäret ihr so freundlich, sie herzubitten? Aber gern. Ich bringe sie hier, so schnell ich kann. Ich musste ihn fortschicken. Was wir zu bereden haben, ist zu ernst. Ich möchte wissen, wie ihr darüber denkt. Sagt mir, was wisst ihr über Mordremos? Süßer, süßer Schatz. Ehrlich gesagt, nicht viel. Und fehlt ja immer noch ein Part. Bitte, Harayashi, erzählt mir alles, was ihr über M&Ms Aktivitäten wisst. Ich habe auf seinen nächsten Zug gewartet und gleichzeitig die Verteidigung hier im Hain verstärkt. Er hat Volzalma und Concordia angegriffen und die Leute getötet. Und seine Schergen haben sie sich bereits weit ausgebreitet. Wir sind ganz weit im Osten auf sie gestoßen und ihr Einfluss reicht sogar schon bis zur Bispenwildnis im Westen. So schnell und so nah, das verheißt nichts Gutes. Wart bitte fort. Volzalma und Concordia wurden von seinen gigantischen Dornranken vernichtet. Das sind beunruhigende Neuigkeiten. Es gibt noch mehr. Die Diener werden vom Wegmarken angezogen und zerstören sie.
Ich verstehe, die Situation ist ernst. Wenn der Einfluss des Altdrachens sich so weit erstreckt, ist ganz Tyria in Gefahr. Was sollen wir eurer Meinung nach tun? Wir müssen die Anführer der Welt informieren und dazu bringen, zusammenzuarbeiten. Verstehe. Eine Zusammenkunft also. Ich könnte ein solches Treffen abhalten, falls ihr die Gäste überzeugen könnt, zu mir zu kommen. Wen plant ihr einzuladen? Königin Jenner natürlich und einen Anführer von jedem der anderen Völker. Dann lege ich die Verantwortung in eure Hände, während ich hier Vorbereitungen treffe. Ihr habt richtig gehandelt, euch damit an mich zu wenden. Ich bin froh, wenn ich euch helfen kann. Meine Freunde und ich werden tun, was auch immer nötig ist, um sie alle hierher zu bekommen. Jo. Das lief doch gut. Sie wird Gastgeberin sein. Was tun wir jetzt? Kaffee trinken. Ja. Kasimir, wie lautet der Plan? Die Anführer der Welt dazu zu bringen, herzukommen. Mit ihrem Namen auf der Liste der Zusammenkunft erscheinen sie vielleicht. Aber wer und wie? Ja, wer ist ja klar. Die obersten Anführer. Und wie? Knebeln, Ketten. Verschleifen. An den Haaren. Kopf. Und dann, genau. Ja. Einer rüber, über den Kopf. Ja. Wir teilen uns auf. Geht zur Ranghöchsten in eurer Heimatstadt, der bereit ist, sich mit euch zu treffen. Wir holen also jemanden aus Götterfeld, die Königin, und Rox geht zur Schwarzen Zitadelle. Genau, und begibt sich nach Hülbrak. Ich werde euch alle unterstützen. Zusammen schaffen wir das. Danke für die ermutigenden Worte. Also gut, wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Jo. Ich bin bei der Königin, aber ich kann mit Gräfin Anis sprechen. Nervös? Ich weiß, ihr hattet Probleme mit eurem Volk. Nein, alles gut. Hatte nur in letzter Zeit nichts zu bereden mit Gräfin Anis und der Königin. Nicht seit mein Vater... Ich sollte mich wohl zusammenreißen und mit Tribun Brimstone reden. Ich komme nicht ans Modo heran. Ja, und ich muss zurück nach Holbrak. Als ich weiß, wer das letzte Mal sah, war meine Mutter da. Wir kriegen das hin. Es ist wichtig. Und danach treffen wir uns wieder. Nicht jeder Kampf macht Spaß, schätze ich. Bevor ich nach Holbrak gehe, sollte ich Taimi suchen. Sie ist in Ratasom. Sie könnte Soja beibringen, dass ein Vertreter der Asura zum Gipfel muss. Aber für die Asura ist sie doch nur eine Schülerin. Keiner dort hört auf sie. Ich weiß. Bis auf Soja. Ein Versuch ist es wert. Wenn sie es nicht schafft, muss der Boss Soja überzeugen. Sie sind Freunde. Nun, wir haben an alles gedacht. Ihr solltet einander verständigen, wenn alles erledigt ist, ja? Abgemacht. Schätze, jetzt können wir nur hoffen, dass auch alle kommen. Wenn sie alle auf einem Fleck sind, überlegen wir, wie wir ein Bündnis zustande bringen. Die Welt kommt zusammen, um an einem Strang zu ziehen. Na klar, ganz sicher. Bringt Glück. Oh, Rox, bitte. Voll in die Hände gerotzt oder was hat sie gemacht? Oder auf dem Boden, keine Ahnung. Ist auch schon anstrengend, so Zusammenkunft. Da informieren und hier hinlaufen. Ne? Können wir das nicht einfach machen? Einfach alle Anführer einmal in eine WhatsApp-Gruppe und abklären. Ihr habt eine Mitteilung von Taimi mit dem Titel M&M's Einfluss erhalten. Lesen wir das Ding. Hallo, die jüngsten Nachrichten der Asura besagen, dass die Ranken, die Fort Concordia und Fort Salma angegriffen haben, nun auch in der Eisenmark aufgetaucht sind. Super. Oha. Sollte sich dies bewahrheiten, dann reicht M&M's Einfluss noch weiter, als wir bisher angenommen haben. Ich vermute, dass es sich in unser aller Interesse ist, wenn ihr diesem Bericht nachgeht, Taimi. Ich unterrichte die anderen besser darüber. Kasimir, keine Ahnung, warum du nicht die Post bekommen hast. Wahrscheinlich hab nur ich ein Smartphone. War dieser Brief von Mayori? Leider nein, er war von Taimi. M&M wurde in dem Gebiet der Eisenmark entdeckt. Oder neben Mordrim. Das ist ja nicht der Drache. Die Eisenmark, entschuldigt, dass ich unterbreche, aber hat sie die Schwarze Zitadelle erwähnt? Wurde sie getroffen?
Mir hat sie nicht gesagt, aber ich werde der Sache nachgehen. Das halte ich für eine gute Idee. Je mehr Informationen wir zusammentragen können, desto besser. Ich werde mich nach Götterfels aufmachen und um eine Audienz bei Gräfin Anise bitten. Viel Glück. Treffen wir uns am Leylinienknoten, nachdem ihr mit der Gräfin gesprochen habt? Ich komme, sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe. Großartig. So. Und wie eine Belohnung. Juhu. Dann, ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich hin. Eisenmagier, wo wäre das denn? Das muss doch hier irgendwo bei. In der Nähe der schwarzen Zitadelle sein. Ach Gott, es wird mir noch nicht angezeigt, aber ja, das ist auch ein Gebiet, da war ich noch gar nicht. Echt? Ja. So, ich gehe mal einfach aus der Instanz raus. Oh, dann gehe ich mal hinterher. Guck mal, was wir Schönes bekommen haben. In vorherigen Paketchen waren jetzt nicht so tolle Sachen drin. Irgendwie versorgen die einen hauptsächlich mit Sachen zum Wiederverwerten. Genauso wie diesmal auch. Ach, da müssen wir hin. Warte mal, ich puste mal dingens. Warte mal. Habe ich gefunden. Gruppe. Zack. Oh, jetzt wird's angezeigt. Gut, ich habe natürlich noch keinerlei Wegmarken. Da müssen wir hin. Jo, nee, da habe ich noch nichts. Wir sollten das. Wir haben da vorne Wegmarke. Warst du da? Bei. Moment. Oder? Von dem aus. Oder. So der hier sieht danach aus, dass da ein Weg durchgeht. Aber wir sehen uns einfach das nächste Mal bei dem Eingang zur. Eisenmark. Wir gehen jetzt einfach nur von einem der Näheren raus. Bis dann. Tschüss.